Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen an unserem wunderschönen Bilsterberg. Wir haben heute ein Heimspiel, denn Mercedes hält seine Vorstellung der modellgepflegten AMG C-Klasse Varianten hier am Bilsterberg ab und von daher, ja, ist wie zu Hause, ist wie eine normale Fahrveranstaltung für uns im Prinzip. Ich darf euch heute die modellgepflegte Variante vom C205, also das Mercedes AMG C63 S Coupé vorstellen. Ich springe wie immer zurück in die Vergangenheit. Im Jahre 1992 kam die erste Quasi-C-Klasse als Quasi-AMG-Modell. Quasi-C-Klasse, weil es war damals noch der 190er, der hieß ja gar nicht C-Klasse. Und Quasi-AMG-Modell, weil AMG war damals eigentlich noch ein Tuner für Mercedes. Und das gute Stück hieß Mercedes-Benz 190 3,2 AMG. Ein Jahr später war dann schon die neue Produktgeneration oder die erste C-Klasse draußen, Baureihe 202. Und da gab es dann ein C36 AMG, war aber noch ein Sechszylinder. Der erste Achtzylinder als AMG-Version von der C-Klasse kam dann im Jahr 1997 und das war der C43 AMG. Wenig später dann auch als C55 AMG. Ja, dann machen wir einen großen Zeitsprung. Ich war in Paris im Herbst 2014 auf dem Autosalon und habe euch die C-AMG-Modelle vorgestellt und muss jetzt so ein bisschen rumeiern, weil das war in der Zeit, als früher hieß ja, oder anders, von der Baureihe 204, ne? Da konnte man immer schön sagen C63 AMG, ne? Mercedes-Benz C63 AMG und dann haben sie ja AMG quasi als Subbrand ausgegliedert. Mercedes AMG C63 hieß es dann plötzlich und der Wechsel war auch in Paris oder wurde in Paris bekannt gegeben und da war ich zugegen, da wurde quasi die neue Produktgeneration der C-Klasse als AMG-Version vorgestellt, die Baureihe 205. Ja. Damit habe ich alles gesagt, bis auf, dass die Modellpflege von der Baureihe 205 der AMG-Modelle jetzt in diesem Jahr in New York vorgestellt worden ist. Da habe ich euch auch ein kleines Video zu mitgebracht. Und im Prinzip das genau das Auto, was ich euch jetzt zeige, als Coupé. Mercedes AMG C63 S Coupé C205 Mopf. Dann haben wir das Auto hier fertig. Der W205, der ist 2015 vor die Wand gefahren worden beim Euro-NCAP-Crashtest, hat alle 5 Sterne bekommen, ist also ein sicheres Auto. Auch die modellgepflegte Variante können wir als sicher bezeichnen, weil sie haben zwar viele Teile getauscht. Bei der letzten Fahrveranstaltung zu den zivilen Versionen war ja die Sprache von 6500 Teilen. Die Assistenzsysteme sind aber nochmal verbessert worden, von daher gehe ich mal aus. Auch hier haben wir 5 Sterne oder das bleibt einfach bestehen von der Vormodellpflegen. Version. Die C-Klasse wird an 4 Produktionsstandorten aktuell gebaut, weltweit. Einmal in Bremen, also der deutsche Part, dann in China, in den USA und in Südafrika. Und die AMG-Modelle laufen genauso vom Band wie alle herkömmlichen Modelle. Lediglich der Motor wird dann von Affalterbach in den jeweiligen Produktionsstandort gebracht. Was nicht so gut ist, ich kann euch überhaupt keinen Preis geben, ich kann euch auch keine Konfiguration zu unserem Testwagen hier sagen, weil die Preise erst Ende Juli 2018 bekannt gegeben werden und auch erst dann ist der Wagen bestellbar und befindet sich in einem Konfigurator. Normalerweise konfiguriere ich die Fahrzeuge immer für euch. Kann ich nichts zu sagen und auch nichts zu Aufpreisen und Basispreisen. Lediglich die Information kann ich euch geben, dass der Preis wahrscheinlich leicht nach oben korrigiert worden ist. Der Basispreis von den Fahrzeugen der Vormodellpflege jetzt zu den modellgepflegten Modellen. Das war super. Ja. Gut, Mitbewerber. Auf jeden Fall der BMW als M4 Coupé, wie auch der Audi RS5 als Coupé. Und dabei belasse ich es heute auch.
Mercedes bietet für die C-Klasse, für die zivile C-Klasse insgesamt 9 Motorisierungen an von 122 bis 333 PS. Aber wir reden ja nicht über die zivile C-Klasse. Ich sage aber nochmal dazu, ein paar Modelle haben Formatic Allradantrieb, sonst in der Regel Heckantrieb oder die Hinterräder sind angetrieben, so ist es ja korrekt. Dann gibt es ein manuelles 6-Gang-Getriebe oder eine 9-Gang-Automatik. Wir reden aber über die AMG-Modelle. Den C43 habe ich euch ja schon vorgestellt. Ein 3 Liter V6 mit 390 PS. Der hat also eine kleine Leistungsspritze bekommen mit der Modellpflege. Und die beiden C63 Modelle haben 4 Liter V8. Der ohne S hat eine Leistung von 476 PS. Der mit S, den ich euch hier zeige, eine von 510 PS. Und während der C43 ja auch serienmäßig mit Formatic-Allradantrieb kommt, haben beide C63-Modelle natürlich ordentlichen Hinterradantrieb. Der V8 Biturbo, an dem haben sie gar nichts gemacht, auch nicht im S-Modell. Der hat 4 Liter Hubraum, 8 Zylinder in V-Form. Zwischen dem V die beiden Abgasturbolader und der kommt auf eine Leistung von 510 PS, hat ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmeter und die liegen im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 4500 Umdrehungen pro Minute an. Neu hingegen ist das angeflanschte Automatikgetriebe. Früher gab es 7 Gänge, jetzt gibt es 9 Gänge. Geblieben ist das Ganze als AMG Speedshift 9 MCT, also schnell schalten und so, das läuft alles noch. Man hat jetzt aber 9 Gänge zur Verfügung und ich hatte es eben schon gesagt, die ganze Kraft wird an die Hinterräder weitergegeben. Und jetzt noch die restlichen Fakten hier zu unserem Mercedes-AMG C63 S Coupé. Das beschleunigt von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man bei 290 Kilometer pro Stunde. Das Mercedes-AMG C63 S Coupé verfügt über einen Tankinhalt von 66 Litern. Beim Neftverbrauch laut Mercedes-Benz von 10,1 Liter Super Plus auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 650 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Mercedes-AMG mit 230 Gramm pro Kilometer an. Das Mercedes-AMG C63 S Coupé ist 4,75 Meter lang beim Radstand von 2,84 Meter. Es ist 1,40 Meter hoch und misst in der Breite 1,88 Meter. Der Wendekreis beträgt 11,80 Meter. Das Leergewicht ist mit 1820 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 2160 Kilogramm. Jetzt kommen reine Schätzungen von mir persönlich, was die Preise angeht, weil noch steht nichts fest. Wenn ihr dieses Video erst im August guckt, ja, jetzt sind die Preise da, aber während ich das hier aufnehme, halt nicht. Das Mercedes AMG C63 Coupé ist vermutlich für 80.000 zu haben. Das C63 S Coupé wird dann wohl bei 88.000 in der Basis liegen. Und ich schätze, dass unser Testwagen hier einen Preis von 120.000 bis 130.000 Euro hat. Wie bei allen Mercedes-AMG-Modellen bestimmt die Motorisierung auch die Ausstattungslinie. Das Coupé ohne S ist ein bisschen anders ausgestattet in der Grundausstattung als das Coupé mit S. Unter anderem so ein Beispiel. Der ohne S hat 18 Zoll Alufelgen, der mit S dann 19 Zoll. Was neu sind die Scheinwerfer. Es gibt jetzt nämlich die guten Multibeam-LED-Scheinwerfer, also volle LED-Scheinwerfer, auch optional für die C-Klasse. Die sind hier auch in unserem Testwagen verbaut und wir zeigen euch das Ganze jetzt mal in Aktion in unserer Halle hier. Ja, auch wenn es nicht so aussieht, die Halle ist abgedunkelt. Hier habe ich meinen Schlüssel und entriegel das Fahrzeug mal. Geht das Licht an. Unter dem Spiegel hier leuchtet es noch auf den Fußboden. Da haben wir eine Lampe, die haben nichts und vorne meldet sich auch das Licht. Die Innenbeleuchtung ist auch angegangen. Erstmal hier nochmal die AMG-Leiste, dann in den Türen haben wir auch nochmal eine rote Leuchte nach hinten und eine weiße Leuchte nach unten. Der Fußraum ist auch beleuchtet, jetzt steige ich mal ein. Uiuiui. Ja. Und startet direkt den Motor.
kann man hier auch nochmal zeigen, ne? So. Das ist jetzt also der Innenraum im Dunkeln. Tasten sind alle mit Amber beleuchtet. Die Uhr von IWC leuchtet ein bisschen heller. Auch hier die ganzen Schaltflächen beleuchtet. Das Lenkrad wird dann weiß beleuchtet. Hier unten die beiden neuen Schaltflächen. Und an der Seite haben wir dann wieder Amber. In den Türen auch. Und das ist dann schon Ambient Light. Wenn wir hier mal ins Menü gucken, Ambient Light, dann habe ich jetzt hier 64 Farben zur Verfügung. Ich gehe mal hier aufs klassische Rot. Ich finde, das sieht man immer besonders gut. Also, da haben wir Ambient Light, Türschale. Von unten hier von dieser Batterie leuchtet es auch nochmal rund und raus. Dann die Türtasche selbst ist beleuchtet, der Fußraum ist beleuchtet. Hier haben wir dann auch nochmal so eine LED-Bahn. Auf der anderen Seite natürlich folglich auch. Die zieht sich dann hier bis oben hin. Und da ist dann nochmal die Tür auf der anderen Seite und auch der Fußraum im Beifahrerraum wird beleuchtet. Die Helligkeit kann ich natürlich auch einstellen. Von aus 1, 2, 3, 4, 5. Gut, und generell die Anmutung, wenn ich im Dunkeln fahre, sieht das halt so aus. Der Lichtschalter befindet sich in der Autolichtstellung und ich starte mal den Motor. Meine schöne Animation jetzt hier. So, ich kann einmal Lichthupe geben oder auch das Fernlicht anschalten, aber das mache ich gleich. Ich zeige euch erstmal hier das Standlicht. Dann gibt es Parklicht auch noch auf beiden Seiten. Und das ist das normale Abblendlicht und da kommt jetzt das Fernlicht nochmal hinzu. Und das kann natürlich noch eine ganze Menge mehr, aber das können wir euch leider hier im Dunkeln nicht zeigen. Aber blinken kann ich auf jeden Fall nochmal. Und das war's. Mehr kann ich auch nicht zeigen. Neu ist übrigens ebenfalls, dass jetzt wir den Panamericana-Grill bei der Vorstellung, ne, also bei der Vorstellung von der Modellpflege habe ich die ganze Zeit Panamera-Grill gesagt. Also, der Panamericana-Grill, der war ja eigentlich nur für den Mercedes-AMG GTR vorgesehen, aber der ist wohl so gut bei den Kunden angekommen, dass der jetzt in sämtliche Modelle mit reingedrückt wird. Und so bekommt auch das C63 Coupé, wie auch die anderen C63 Familienmitglieder, den Panamericana-Grill. Ja, und dann kann ich vielleicht noch dazu sagen, wir haben hier auf jeden Fall das Carbon-Paket bei unserem Fahrzeug. Da sieht man unter anderem hier unten am A-Wing ist Carbon zu sehen. Ja. Die Farbe von unserem Testwagen, die ist definitiv neu. Ich habe nochmal extra nachgeguckt in der Preisliste der Vormodellpflege. Das ist, oder die nennt sich Designio Graphit Grau Magno. Ist halt ein matter Lack und wird vermutlich auch so um die 2.500 extra kosten. Vor der Modellpflege gab es 14 Farben. Vielleicht haben sie eine mehr dazugenommen oder eine ersetzt. Man weiß es nicht genau, kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke, sie werden es beibehalten, dass man das Fahrzeug in Schwarz oder Weiß Uni ohne Aufpreis bekommt, was die Farbe angeht. Wir haben eine Bodenfreiheit von 92 mm und ich hatte es eben schon einmal erwähnt, der ohne S, also das Coupé ohne S, das steht auf 18 Zöller serienmäßig. Der mit S steht serienmäßig auf 19 Zöller. Wir haben aber hier optionale Felgen, vorne 19, hinten 20 Zoll. Kosten auch so um die 3.600 Euro, meine ich. Und die sind bezogen mit Pirelli, nee, gar nicht wahr, Michelin, Pilot, Supersport, vorne in den Dimensionen 255, 35,
ZR19 und hinten waren die deutlich breiter, 285 30 ZR20. Die normale Bremsanlage bei unserem Modell hat rote Bremssättel und hat dann vorne 390er Scheiben und hinten 360er. Wir haben mal hier die preisgünstige Keramik-Carbon-Bremsanlage, kostet auch nochmal so um die 4000 Euro. Und da haben die Bremsscheiben vorne einen Durchmesser von 402 mm und hinten sind es auch 360 mm. Ja, was ich eben nicht erwähnt habe, die Außenspiegel hier auch mit Carbon belegt. Auch das gehört zum Carbon-Paket. Genauso, dass hinten am Heck die Spoilerlippe hier ebenfalls aus Carbon ist. Eine Haifischflosse gibt es ganz offensichtlich nicht. Und die dritte Bremsleuchte ist hier unten in der Scheibe mit eingelassen. Zeigen wir euch genauso in Aktion wie die geteilten Rückleuchten, die sich hier auch in Voll-LED-Technologie präsentieren. Und hier die Ansicht in der abgedunkelten Halle. Der Lichtschalter befindet sich auf der Autostellung. Ich starte jetzt mal den Motor und trete einmal ordentlich auf die Bremse. Dann wäre das hier Standlicht und Parklicht 1, Parklicht 2, normales Fahrlicht. Da kann ich noch die Nebelschlussleuchte aktivieren. Leider nur eine, da haben wir ein bisschen gespart. Und den Rückwärtsgang einlegen. Da haben wir allerdings zwei Lämplein. Und was fehlt noch? Der Blinker auf der einen, auf der anderen Seite und der Warnblinker. Und damit bin ich durch und stelle das Auto wieder aus. Sonst hat sich am Heck auch gar nichts groß getan. Lediglich die Auspuffanlage haben sie noch modifiziert. Ich meine, dass wir hier auch nochmal die Performance-Auspuffanlage haben. Die Blenden sind übrigens echte Blenden und die Auspuffrohre befinden sich da hinten dann drin und die sehen auch ganz lustig aus. Das Äußere ist nämlich klein und rund und das Innere ist dann so ein bisschen viereckig oder fast viereckig. Und seht ihr ja selber, was soll ich denn sagen? Anhören tut sich's gut. Das ist der Schlüssel jetzt. Hinten haben wir den Felterbach-Baum drauf. Unten auch nochmal auf der Vorderseite ein AMG-Schriftzug. Drei Schaltflächen, Fährriegeln, Endriegeln und den Kofferraum öffnen. Nur weil es so Spaß macht. Der ist nicht elektrisch, ne? Der springt einfach nur so auf durch die Feder. So, den Schlüssel, ich verriegel mal das Auto und dann öffne ich es und dann halte ich mal den Öffnen-Knopf gedrückt. Und wie man sieht, fahren die Fenster runter und genauso kann ich das natürlich auch nochmal machen zum Hochfahren. Das ist also gegeben. Fahrzeug ist verriegelt. Ich stecke mir den Schlüssel in die Tasche, brauche hier nur in die Griffschale, nein, ist halt nicht. Gibt es optional, sonst wäre der Türgriff hier nicht mit dieser Mulde. Aber bei dem Fahrzeug ist kein Keyless Open dabei. Dafür öffnet sich die Tür richtig schön weit. Und wie sich das beim Coupé gehört, haben wir rahmenlose Scheiben. Eben als ich die Scheiben habe runterfahren lassen, habt ihr ja schon gesehen, hinten geht es nicht runter, ne? Habe ich letztes Mal schon drüber gejammert, aber hilft ja alles nichts. Und das vielleicht auch nochmal, wenn man die Tür öffnet, beziehungsweise, also wenn ich sie öffne, fährt die Scheibe ein Stückchen runter. Und wenn ich sie dann schließe, fährt die Scheibe auch wieder hoch, damit die Dichtungen halt nicht so leiden. Ja, und die Tür ist natürlich schon ein ziemlicher Brecher. Wir haben hier übrigens auch eine schöne AMG-Einstiegsleiste. Das AMG ist auch beleuchtet. Und ich steige jetzt einfach mal ein. Das geht schon ein ganzes Stückchen da unten. Ich habe eben mal ausgemessen. Also wir haben die Mercedes AMG Performance Sitze in unserem Fahrzeug. Und vom Fußboden bis hier oben mittlere Sitzwange habe ich eine Höhe von 55 cm. Danach geht es aber nochmal 11 cm runter. Also eigentlich sitzt man dann quasi nach meinen Berechnungen 44 cm über dem Asphalt. Ja, und wie das so ist, wenn eine Tür weit öffnet, dann muss ich mich natürlich ein bisschen strecken, um sie zu greifen und sie jetzt wieder zu schließen. Ja, herzlich willkommen im Innenraum der modellgepflegten oder des modellgepflegten Mercedes AMG C63 S Coupés.
Wir haben hier eine schicke Innenausstattung, Dualton nennt sich das, mit so gelben Akzenten überall. Ich kann euch, wie gesagt, nicht viel zu der Konfiguration sagen, weil ich kann sie nicht nachbauen. Aber wir nehmen das einfach mal so, wie es ist, und ich fange auch sofort an mit dem Materialcheck. Wir haben hier also eine Kunstledergeschichte, auch mit der gelben Ziernaht. Das zieht sich auch weiter nach unten. Dann hier so eine Applikation, gebürstetes Alu, zumindest von der Optik her. Im unteren Bereich dann auch eine weiche Oberfläche, selbst das Handschuhfach. Und der Mitteltunnel, dann haben wir eine Carbon-Applikation hier mit dem AMG-Logo auch. Das zieht sich bis hinten durch. Das ist dann meines Erachtens echtes Leder, die Mittelarmlehne. In den Türen, meine ich, ist das gleiche wie oben. Das ist auch so ein künstliches Leder. Eine Etage tiefer dann aber meines Erachtens wieder echtes Leder. Und selbst unten die Türtasche ist mit einem weichen Material bezogen. Das Lenkrad ist mit Alcantara bezogen oder zumindest mit einer Kunstfaser. Und auch hier haben wir gelbe Kontrastnähte und hier auch so eine 12-Uhr-Markierung. An der A-Säule haben wir Stoff, darunter aber harter Kunststoff. Und das Dach ist mit dem gleichen schwarzen Stoff bezogen und darunter eine ganz, ganz leichte Schaumstoffschicht. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, die Sitze halt auch mit Leder bezogen. Mercedes hat einen Premium-Anspruch, das ist ein sportliches Fahrzeug. Harten Kunststoff sucht man hier wirklich, hier, die Lenkradverkleidung. Da habe ich harten Kunststoff, aber sonst ist das hier schon vom Materialmix eher hochwertig. Ja, was das Platzangebot angeht, prüfe lieber nochmal. Nee. Ich sitze jetzt auf der tiefsten Sitzposition und zwischen meinem Kopf und dem Himmel passt mehr als eine Faust. Da auch als Hinweis, Tobi mit seinen 1,96 Meter, hat hier auch mit dem Helm drin gesessen, ohne dass er sich beengt gefühlt hat. Also das passt auf jeden Fall. Zwischen den Sitzen haben wir hier gut 20 cm Platz, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Die Mittelarmlehne, wenn man sich zusammenreißt, kann man die auch mit beiden Armen benutzen. Aber ich denke, so als Fahrer möchte man die eigentlich ganz für sich beanspruchen. Wir sind jetzt beim Fahreindruck auch zu zweit gefahren. Ich bin auch mit einem anderen Kollegen hier noch durch die Gegend gecruised. Mit zwei Leuten hier vorne hat man überhaupt keine Einschränkungen. Man fühlt sich, man hat genug Platz. Allerdings dadurch, dass die Sichtfläche hier relativ schmal ist, es ist ja eher so ein Sichtschlitz als eine Panoramascheibe, fühlt man sich auch sehr verwachsen mit dem Auto. Ne? Ist alles so ein bisschen zusammengedrungen. Man hat zwar den Platz, aber vom Gefühl her ist es doch alles sehr tight, sodass man sich dann eher mit dem Auto verschmolzen fühlt, als dass man denkt, ja hier, ne, Platz ohne Ende. Okay, dann gehen wir mal die Ergonomie durch oder die ganzen Funktionen hier im Fahrzeug. Dafür starte ich den Motor einmal, einfach weil ich das Geräusch so mag. Wir haben oben also das große Display, im Übrigen hinterm Lenkrad jetzt auch. Darunter die drei Lüftungsdüsen, die ich in alle Richtungen bewegen kann. Und den Luftstrom regle ich dann hier über den Nippel in der Mitte zu, auf. Und dazwischen halt eine Regulierung. Das gilt nicht nur für diese drei Lüftungsdüsen, sondern auch für die äußeren. Da haben wir die gleiche Funktionalität. Ne? Hoch, rüber und den Nippel. Darunter dann die bekannten Schalter für die Klimatisierung. Hier auch eine Menütaste. Sobald ich die drücke, habe ich dann hier auch nochmal eine Menüansicht zur Klimatisierung. Dann eine Etage tiefer, die gute IWC Schaffhausen-Uhr. Im Übrigen auch weiß beleuchtet und die Kurzwahltasten für das Infotainment-System plus der katastrophal angebrachte Warnblinkschalter, meiner Meinung nach zumindest. Dann ein bisschen weiter runter das bekannte Jog-Shuttle, also noch die alte Generation. Bei der A-Klasse sieht das ja jetzt ein bisschen anders aus. Mit dem Home, zurück und weiter skippen Funktion. Und ich kann dieses Jog-Shuttle halt auch bewegen, drehen. Und das hier ist nicht nur ein Handschmeichler, sondern auch ein Pad, also ein Touchpad.
Hier der Fahrdynamikschalter, dahinter dann kann ich umstellen, dass ich manuell schalten möchte. Das Fahrwerk kann ich hier in zwei Stufen regeln, ESP in Sport oder Off schalten. Dann haben wir die Lautstärkeregelung hier, die Klappensteuerung an, aus, Start, Stopp und die Rückfahrkamera bzw. die 360-Grad-Kamera kann ich hier noch aktivieren. Wir haben ein Multifunktionslenkrad, das Lenkrad übrigens niegelnagelneu. Unten auch, da komme ich gleich noch zu. Hinter dem Lenkrad dann der bekannte Gangwahlhebel oder Fahrstufenschalter auf der rechten Seite und auf der linken Seite der Kombischalter, Blinker, Fernlicht, Lichthupe und gleichzeitig hier Scheibenwischer vorne. Links neben dem Lenkrad haben wir dann die ganzen Knöpfe für die Assistenzsysteme. Das Head-Up-Display und den Gurtanreicher, den ich hier auch nochmal aktivieren kann und darunter dann den Schalter fürs Licht und die Nebelschlussleuchte. In der Tür haben wir die ganze Mimik für die Sitzverstellung, also nicht alles, sondern am Sitz selber ist dann auch nochmal was, aber die Grundfunktionalität, ich kann die Sitze dreistufig beheizen halt, passt hier noch gar nicht hin, ne? Und es gibt sie jetzt auch zu belüften. Die Griffschale vom Türöffner, da habe ich die Zentralfahrriegelung, dann die zwei elektrischen Fensterheber, hinten die kann ich ja nicht bewegen, die Fenster, und die Spiegelverstellung. Die Spiegel kann ich im Übrigen auch anklappen. Ja, und somit bin ich da auch schon einmal drumherum gewandert. Ich sag mal so, wer jüngst schon mal einen Mercedes gefahren hat, der neueren Generation, findet sich hier sofort zurecht und die meisten Funktionen sind auch selbsterklärend. Wenn man Mercedes schon mal gefahren ist, auf jeden Fall. Und wenn man noch nie im Daimler gesessen hat, muss man vielleicht einmal gucken, aber das passt schon alles. Ja, ich habe ihn eben schon mal erwähnt. Der Gurt ist ja da hinten. Ich habe hier eine Taste und dann fährt er raus. Aber er fährt auch automatisch raus, wenn ich einsteige. Stimmt, das war eigentlich meine Moderation. So wollte ich es eigentlich beginnen. Wenn man einsteigt, begrüßt einen das Auto mit dem Display, mit so einer schönen Animation, wenn man die Front halt sieht mit dem Licht. Und ja, das finde ich schön. Guckst ins Cockpit und das Auto begrüßt dich nochmal von vorne, obwohl du drin sitzt. Kann man machen. Finde ich zumindest. Ja, dann der Gurt selber. Ein bisschen aufpassen mit meinem Mikrofon-Ding hier. Das ist die Gurtlänge. Dann sitze ich jetzt hier in den AMG Performance-Sitzen. Integrierte Kopfstütze. Die kann ich also nicht verstellen. Sonst kann ich den Sitz mannigfaltig verstellen. Nicht nur vor und zurück, sondern vorne anstellen, hinten anstellen. Den Sitz im Ganzen hoch und runter fahren. Ich kann die Lehne verstellen. Nach hinten und nach vorne, wobei das die steilste Position ist, die es gibt. Und Kopfstütze kann ich natürlich nicht verstellen. Dann kann ich die Seitenwangen unten wie auch oben enger oder weiter stellen. Und habe auch noch eine vierstufige Lordosestütze. Also die geht nicht nur rein und raus, sondern auch hoch und runter. Ah, oh, ja, hätte ich vorhin schon machen sollen bei der Fahrt. Und hatte ich euch eben gezeigt, die Sitze sind dreistufig beheizbar und optional gibt es sie auch jetzt dreistufig zu belüften und Mercedes üblich geht das auch beides gleichzeitig, wenn man möchte. Das Lenkrad hier bei uns im Testwagen ist elektrisch verstellbar. Das ist jetzt ganz rausgefahren, ganz oben. Ganz oben reingefahren. Ganz unten reingefahren. Ganz unten rausgefahren. Und das ist die Position, die ich nutze. Erfreulicherweise mit meiner Einstellung, ein bisschen raus kann es noch, kann ich das ganze Cockpit, also das ganze Display erkennen. Mir wird hier nichts irgendwie abgeschnitten durch den oberen Lenkradkranz. Wer das Lenkrad extrem tief fährt, der muss damit leben, dass Teile des Cockpits dann hier durch den oberen Kranz verdeckt werden. Ja. Es ist ein neues Lenkrad. Und ich mache nochmal den Motor an. Das wird öfter passieren, einfach weil ich es mag. Es ist also ein neues Lenkrad, AMG-Lenkrad, unten abgeflacht. Muss einmal die Lüftung ausschalten. Multifunktionslenkrad, wir haben hinten Schaltwippen.
fühlen sich nach Alu an, haben hinten so eine Kante und ich bekomme auch alle vier Finger darauf abgelegt, sind gut zu greifen, gut zu erreichen und beim Fahren kann man hervorragend schalten. Dann haben wir jetzt hier auch diese Touch Controls. Im oberen Bereich auf der linken Seite kann ich hier das Cockpit steuern. Ich habe erstmal so eine Home-Taste, um generell ins Menü zu kommen und kann mich dann hier links und rechts bewegen. Und das ist auch gleichzeitig eine Zurücktaste. Das zeige ich gleich alles nochmal. Dann kann ich hier zwischen Speedlimiter und Tempomat wählen, die Geschwindigkeit setzen oder hochsetzen, runtersetzen, Resume habe ich, Cancel, also abbrechen, und hierüber steuere ich den Abstand des adaptiven Tempomaten zum Vordermann. So sieht das aus. Dann im unteren Bereich haben wir diese neuen programmierbaren Tasten. Unten ist ein Taster dran, damit aktiviere ich die Taste dann oder deaktiviere es oder schalte durch. Und wenn ich auf das Display selber drücke, kann ich mir da andere Funktionen hinlegen. Und im Prinzip sind das die Funktionen, die ich eigentlich hier in der Mitte habe, die habe ich dann hier auch schnell zu erreichen am Lenkrad. Auf der anderen Seite habe ich quasi auf der rechten Seite eine Spiegelung der linken Seite im oberen Bereich, wobei das halt eine andere Funktionalität ist. Hiermit steuere ich das Infotainment-System. Also Home, hin und her und zurück. Dann kann ich Spracherkennung aktivieren, habe eine Favoritentaste, kann die Lautstärke regeln oder durch Drücken muten und Telefonate annehmen oder auf Auflegen. Und hier das C steht dafür das Fahrprogramm Komfort. Und hier kann ich quasi dran drehen an dem Rad, um durch die Fahrprogramme zu wechseln. Und also von Glätte halt zu Track. Ja, und die 12 Uhr Markierung hier hatte ich auch schon gezeigt in Gelb. Schönes griffiges Lenkrad, liegt gut in der Hand. Ja, mache ich den Wagen wieder aus und wie sage ich immer, vom Lenkrad zu den Spiegeln. Spiegel kennen wir halt von der C-Klasse, die sind zwar hier das Gehäuse mit Carbon veredelt, aber sonst die Spiegelfläche ist natürlich gleich geblieben. Ich habe eine gute Sicht nach hinten in beiden Spiegeln. Und was ganz schön ist, ich sehe auch noch die ausgestellten Radhäuser hinten. Sowas mag ich ja immer sehr, sehr gerne. Im Innenspiegel sehe ich mit einem Blick die komplette Heckscheibe. Zugegebenermaßen ist die nicht besonders groß, aber mit den drei Spiegeln habe ich dann immer einen guten Eindruck, was hinter mir passiert. Den Schulterblick hier über die rechte Schulter gucke ich irgendwann auf die B-Säule drauf. Und da kann ich auch schlecht dran vorbeigucken. Normal, Schulterblick, da würde ich sagen, ist schon durchaus ein toter Winkel vorhanden. So ein leichter, den kann ich natürlich aufheben über den Blick in den Spiegel. Über die andere Seite, A-Säule in Ordnung, da seid ihr. B-Säule verlängert durch den Sitz, das ist dann schon ein ziemlicher Brecher. Und selbst wenn ich das aufstelle, also das Fenster dahinter sehe ich kaum. Und wenn ich weiter gucke, hinten ist dann auch nochmal die C-Säule, das ist auch ein ziemlich breiter Bereich. Da muss man schon ein bisschen gucken. Beim Fahren ist mir das Auto nicht unübersichtlich vorgekommen, aber man muss hier schon immer schön in den Spiegel auch gucken. Zudem kommt das Auto auch mit einer 360-Grad-Kamera, optional, ist klar. Ich schalte mal in den Rückwärtsgang. Dann haben wir hier einmal die Ansicht, also hier die 360-Grad-Ansicht. Der Rückwärtsgang ist eingelegt, also habe ich rechts das entsprechende Bild nach hinten. Kann jetzt hier fahren und ich lasse mich auch mal zurückfahren. Und dann reagieren hier auch nochmal die Parkpiepser und signalisieren mir, der Abstand wird zu klein. Jetzt wieder vorwärts schalte. Ist das gleiche in grün quasi. Und da sollten jetzt, ich traue mich nicht, ihr merkt das schon, ne? Die auch reagieren. Funktioniert auch ganz gut. Nochmal zurück in den Rückwärtsgang, dass ich wieder gerade stehe. Und jetzt hier auf der rechten Seite kann ich auch noch durchstellen, mir andere Ansichten anzeigen lassen, je nachdem, was ich gerade brauche, um vernünftig einparken zu können. Ja. Und ich finde gerade beim Rückwärts-Einparken, weil man guckt ja nach hinten und sieht den Kofferraum nicht, ist das ganz praktisch.
schalte ich den Motor auch wieder aus und öffne auch noch mal kurz die Tür, um dem Auto zu suggerieren, hier ist Feierabend. Er will irgendwie nicht und ich will nicht warten, also nehme ich mal das Bild, den Bildschirm, den er mir hier zeigt, und starte den Motor. Einmal große Fackel. Und jetzt drücke ich mal, also ich bediene jetzt hier quasi diese drei Elemente, gehe auf die Home-Taste, habe dann ein Menü und kann jetzt wählen, was ich machen möchte. Gehe erstmal auf Stile, da habe ich Supersport, das war aktiv, dann ist das sportlich und eine klassische Ansicht habe ich auch noch. Ich bleibe aber bei Supersport. Hier habe ich die Möglichkeiten, das Head-Up noch irgendwie in Position und Inhalte einzustellen. Das ist also hier diese AMG-Ansicht. Eine Lab-Ansicht gibt es auch noch. Und ich kann sagen, ob ich mir halt auch noch hier Navigationsanweisungen anzeigen lassen möchte. Den wählen wir wieder zurück. Zurück, Telefon ist klar, Medien ist klar, Radio ist auch klar, also ja, komm, was soll der Geiz? Nehmen wir einmal die Ansichten mit. Radio Bob ist natürlich aktiv, ist klar, eine Navigationsansicht, da ist aber im Moment nichts erfasst. Dann haben wir hier den Bordcomputer und ihr seht jetzt da ganz rechts, komme ich da noch ein bisschen besser rein, habe ich so Kugeln, so kleine gelbe Kugeln und die zeigen mir jetzt an, wie viele Seiten ich hier zur Verfügung habe, durch die ich durchgehen kann. Dann gibt es noch die Performance-Ansicht, auch hier unterschiedliche Bildschirme oder Inhalte. Assistenzsysteme und das Service-Menü. Und wenn ich jetzt hier nochmal die Performance-Ansicht wähle, ich kann natürlich auch auf der rechten Seite die Inhalte verstellen. Und da habe ich aber eine vorgefertigte, da kann ich nicht frei wählen, sondern es gibt so vorgefertigte Sachen, die ich hier mir anzeigen lassen kann. Die es aber gedoppelt auch nochmal auf der linken Seite geben würde. Dann zentral in der Mitte der Drehzahlmesser mit der digitalen Geschwindigkeit unten groß eingeblendet. Darunter das AMG-Logo, eine Tankanzeige haben wir auch. Die Außentemperatur hier oben links, die Uhrzeit oben rechts. Und dann im unteren Bereich rechts nochmal das aktuelle Fahrprogramm, was gewählt ist. Komfort, Sport, Sport Plus. Das meldet sich übrigens beim Verstellen hier auf der linken Seite auch nochmal in groß. Und wenn ich jetzt einen Gang wähle, dann habe ich hier Drive. Und wenn ich auf manuell stelle, dann zeigt er mir den jeweiligen Gang auch nochmal an. Man kann aber wieder in Park drücken. Und damit sollte ich das Display weitestgehend erklärt haben. Wo ich die Kamera in der Hand habe, der Warnblinkschalter hatte ich eben schon mal angedeutet, hier rechts, finde ich persönlich sehr ungünstig, alles in dem Bereich wäre mir lieber gewesen. Geht natürlich, wenn man weiß, wo es ist, aber schön angebracht ist halt anders. Das ist jetzt das Head-Up-Display. Ich hatte euch ja eben schon gezeigt, man kann verschiedene Einstellungen da nehmen. Das ist jetzt hier die eine AMG-Ansicht mit dem großen Drehzahlmesser. Tempolimit sehe ich auch noch und die digitale Geschwindigkeit eben. Und wenn ich jetzt nochmal durch das Menü gehe, Anzeige Inhalte, gibt es das Ganze auch noch ein bisschen flacher, beziehungsweise noch mehr auf den Drehzahlmesser abgestimmt. Oder ich nehme halt nur die digitale Geschwindigkeit und dann gibt es das Ganze auch noch mit Zielführungshinweisen und Tempolimit. Ja, ich finde es super, kann man hervorragend ablesen, im Dunkeln wie im Hellen. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Und was fehlt noch? Der Hupencheck. So
So hört sich die Hupe an beim C63 SQP. Da bin ich auch schon wieder zurück mit dem Ausfahrt-TV-Ablagencheck. Ich zeige euch die ganzen Ablagen hier in dem Fahrzeug, ob Sportwagen oder nicht. Man muss ja irgendwo seine Sachen verstauen. Und ich fange wie immer an mit den Türtaschen. Ich habe hier mal die ganzen Flaschen reingequetscht. Einmal die 1,25 Liter Flasche und davor passt auch nochmal der halbe Liter. Nehme ich beide raus. Hier haben wir übrigens auch noch den Taster für die Kofferraumöffnung. Und hier im hinteren Bereich geht es auch noch weiter. Da ist dann die Warnweste versteckt, sodass man das ganze Fach für sich nutzen kann. In dem ganzen Bereich findet dann gar nichts statt. Erst wieder hier unter der Klappe. Hier habe ich mein Handy reingelegt. Das aus gutem Grund. Ich glaube, ihr könnt es auch sehen. Das wird hier drahtlos geladen, induktiv geladen. Daneben dann ein USB-Anschluss für Handys, die das nicht können. Und wir haben hier zwei Getränkehalter, wobei ich das ganze Fach auch rausnehmen kann. Und dann habe ich hier unten eine rutschfeste Matte und kann das als Ablagefach nehmen. Und da ist dann auch nochmal das Schlüsselsymbol. Da kann der Schlüssel erkannt werden. Ja, in die Getränkehalter, wir haben beide vier Abstandshalter, passt der halbe Liter halt gut rein, wackelt auch nicht groß. Und die große Flasche probiere ich natürlich selbstverständlich auch nochmal. Okay, macht kein schönes Bild, aber passt auf jeden Fall. Also sowohl der halbe Liter kippelt nicht zu sehr, als auch die 1,25 Liter Flasche kann man hier unterbringen. Kommt aber wieder zurück in die Tür. Und dich brauche ich auch nicht mehr. Ja, und dann haben wir hier noch das Staufach in der Mitte. Hier haben wir auch nochmal zwei USB-Anschlüsse und einen SD-Kartenleser. Mir hat Mercedes eine ganze Menge Kabel mitgegeben und auch nochmal ein Telefon. Das ist also ein bisschen Stauraum für alles Mögliche. Im Fußraum auf der Beifahrerseite haben wir das übliche Gepäcknetz, wo man gut Flaschen reinklemmen kann. Und das Handschuhfach, C-Klassen üblich. Sehr umständlich zu bedienen, zumindest von der Fahrerseite aus, da kommt man kaum ran. Hier ist nur das eine Buch drin, dann haben wir hier eine Beleuchtung und naja, das war es auch schon. Ne? Ich kann hier nicht mehr erkennen und dann kann man auch mal sagen, für den Fahrer ist das wirklich schwer zu handeln, dieses Fach. Weiter im oberen Bereich die Sonnenblende, Make-up-Spiegel, der auch beleuchtet wird über eine LED mit einer angenehm großen Spiegelfläche. Daneben Cliphalter, wo auch mal so ein Parkticket dran klebt. Die kann ich auch zur Seite drehen, habe dann aber hier den Bereich frei. Da kommt also dann doch noch eine ganze Menge Sonne rein. Hier oben haben wir noch ein Brillenfach mit so einer Gummierung, Gummibeschichtung für normale große Sonnenblenden. Und wir haben Leseleuchten für den Fahrer und für den Beifahrer, die wir hier unter dem Spiegel finden. Hoppla, habe ich die gar nicht richtig angemacht. Ja, mache ich wieder aus. Und dann haben wir noch die Innenbeleuchtung hier oben, den Knopf. Das sind dann hier die 5 LEDs, die den Wagen erleuchten. Ja, dazu noch eine SOS-Taste und die Mercedes-Me-Taste. Ja, und damit habe ich die ganzen Ablageflächen hier einmal durcherklärt im Auto. Ja, der dritte Take hier vom Fahrersitz aus. Jetzt möchte ich euch einmal das Infotainment-System zeigen. Ich habe mein iPhone per Kabel an das System angebunden und dann erscheint auch Apple CarPlay. Da kann ich noch wählen, soll das manuell immer verbunden werden oder automatisch, sobald ich die Verbindung herstelle. Und man will ja immer touchen, aber hier in der Generation geht das eben noch nicht. Wobei es das Display eigentlich aus der A-Klasse ist, von der Größe her zumindest. Also Apple CarPlay ist klar, brauche ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Gehe ich wieder zurück in den Mercedes-Screen und habe jetzt hier quasi die Menüanzeige. Navigation machen wir als letztes. Hier ist das Radio. Und ich muss den Jogshuttle immer zur Seite drehen, da habe ich dann die Unterfunktion. Ich kann also einen Sender suchen. Ich habe einen Senderspeicher.
die Radioquelle kann ich auswählen. Wir haben ja also DAB und FM zusammen und dann noch, kann man schlecht lesen hier gerade alles, ne? AM oder TuneIn, also ein Internetradio. Den Klang kann ich verstellen. Und könnte hier noch eine Slideshow aktivieren. Hoppla. Haben wir einmal weggesprungen. Wieder zur Seite. Und dann haben wir noch Optionen. Ja. Dann wieder zurück auf Home. Medien. Hier kann ich die Medienquellen auswählen. Wieder das Klangoption-Menü und habe auch noch so ein Infoscreen. Was passiert hier gerade? Betriebsanleitung will ich aber gar nicht. Dann das Telefon. Ist jetzt deaktiviert wegen Apple CarPlay. In-Car Office. Meiner Meinung nach Sachen, die die Welt nicht braucht, aber kurz einmal gestartet. Oder auch nicht. Das Problem ist, hier im Bilsterberg hat man halt verdammt schlechten Empfang, was LTE angeht. Ja. Und da bin ich zu ungeduldig. Dann gibt es noch die Mi Connect-Dienste. Unter anderem ist hier aber auch Apple CarPlay zu aktivieren, wie auch Android Auto. Hoppla. Da könnte ich vielleicht doch noch mal reingehen. Also Apple CarPlay, Android Auto, Mercedes Apps und einen Browser habe ich. Mich würde mal interessieren, wenn einer von euch hier einen Browser im Auto hat, hat er den schon jemals genutzt? Also außer um zu zeigen, dass es geht. Nutzt man sowas wirklich? Die Mercedes Apps gibt es noch unterschiedliche. Und jetzt da, wo ich eigentlich hin will, die Fahrzeugeinstellung. Dynamic Select, da gehe ich drauf ein beim Fahreindruck. Warte mal, den Motor anschalten. Motordaten gibt es einen Screen. Fahrzeugdaten. Hier mit dem Lenkeinschlag und wie die Dämpfer so funktionieren. Dynamikdaten, auch wieder ein eigener Screen. Hier mit diversen Instrumenten und den G-Kräften. Dann gibt es Trackpage. Du kannst dir also hier auch eine App dazu holen. Ich bin auf einer Rennstrecke. Und hier kann man dann Strecken auswählen. Beziehungsweise auch aufnehmen. Ja, aber irgendwie will er jetzt nicht mehr zurück. Ich mal die große Home-Taste drücken. Wo war ich? Trackpage. Ja, komme ich aber irgendwie. Achso, doch da. Drag Race, Telemetriedaten. Jetzt hier auch. Passiert auch ein bisschen was und die Kennlinien ändern sich hier halt auch. Das wird alles aufgenommen und ich meine, das kann man sich dann nachher auch noch auf dem Smartphone ausgeben lassen, wenn man die Trackpage App hat. Gut. Achso, nee, wir waren eigentlich beim Fahrzeug. Dann die Assistenzsysteme, da kann ich unterschiedliche Sachen einstellen. Verbrauch gibt es einen Screen. Wollen wir den sehen? Ich glaube nicht. Die Lichteinstellungen. Ambient Light hatte ich euch ja schon gezeigt. Fahrzeugeinstellungen. Und die Betriebsanleitung gibt es auch noch. Und dann gibt es noch das System selber. Anzeigen und Stile. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Ich kann also hier nochmal im Infotainment-System so einen Zusatzbereich machen und wenn ich jetzt im Radio zum Beispiel bin,
wird mir das Splitscreen-mäßig eingeblendet. Eingabe ist auch klar, Audio, ein paar Einstellungen, Konnektivität, Command Touch, weiß ich nicht, Sprache und so weiter und so fort, reicht. So, und jetzt gehen wir in den eigentlichen Bereich rein, der uns immer interessiert, die Navigation. Da nutze ich jetzt hier die Spracherkennung erstmal. Navigiere nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Die Eingabe Wertherstraße 42, Bielefeld, wurde übernommen. Die Zielführung wird gestartet. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Ja, das ist schön. Einmal nur eingeben und schon wird alles automatisch gestartet. Rauszoomen und reinzoomen, da wird mir dann auch die Strecke angezeigt. Passt. Und zur Seite habe ich auch sofort Zielführung abbrechen. Ich habe hier noch ein Untermenü, wo ich dann auch diverse Sachen einstellen kann. So, jetzt möchte ich natürlich noch mal ein Ziel eingeben, also Zieleingabe. Und dann kann ich entweder das Jog Shuttle bemühen, Bielefeld, da ist es auch schon. Ist ja klar, ne? Weltstadt. Und dann die Wertherstraße. Ich könnte aber auch hier unten auf das Symbol gehen. Und dann wird quasi die Texterkennung hier aktiv über das Touchpad. E. R. T. H. E. R. Ja, und dann sagte mir auch schon den Vorschlag, Wertherstraße. Und dann sage ich nochmal die Hausnummer dazu, 42 halt, ne? Da wollen wir ja immer hin. Zack. Die Route wird berechnet. Und dann hat er es auch schon verstanden. Wobei, sind wir mal ehrlich, die Spracherkennung bitte funktioniert natürlich deutlich schneller. Route. Ja, dann habe ich hier mein Handy halt aktiv. Und hier ist unser kleines Lied. Lass ich mal gucken. Kennt ihr auch sofort. Hätte ich nicht unterbrechen sollen. Achso, nee, das ist natürlich irgendwie auch komisch, dass ich in den Medien nicht das eigentliche finde, was ich suche. Sondern, wo war das? Bei Connect, ne? Da, Apple CarPlay, so. Ja, dann starte das doch auch. Jetzt nochmal. Wir haben ja das Burmester-System, ich mach's nochmal eben an. Ja, ich kriege ja immer wieder ein paar Kommentare, dass das Lied wäre scheiße. Und wo es das Lied gibt. Ne? Die einen so, die anderen so. Das Lied gibt es nirgends, weil das extra mal ein Nachbar für mich gemacht hat. Und wenn ihr das Lied scheiße findet, verstehe ich, ist in Ordnung. Aber ich nehme halt immer das gleiche Lied, um besser vergleichen zu können. Thank you.
Ja, ich finde, das System ist schon durchaus basslastig. Die Höhen kommen noch schön knackig rüber. Die Mitten weichen hier und da so ein bisschen auf. Im guten Ganzen 3+ würde ich dem System geben. Ich meine, das wäre auch noch nicht die letzte Ausbaustufe hier von dem Burmaster-System. Bei mir persönlich würde es reichen, weil mal ganz im Ernst, wenn ich mir das Auto kaufen würde, würde ich wahrscheinlich 70% der Zeit eh nur mit leiser Musik fahren oder gar keiner Musik, weil ich das oder auch gerne das hören möchte. So, um hinten einzusteigen, muss ich trotzdem diese Tür hier öffnen, weil wir haben ja nur zwei und auf der Seite nur diese. Wenn wir ganz ehrlich sind, das C-Coupé ist ein 2+2-Sitzer. Ne? Aber trotzdem, wir sind ja nicht Ausfahrt-TV, wenn wir euch nicht sagen, was hier Sache ist. Selbst die Performance-Sitze kann ich hier umklappen. Gibt es einen kleinen Hebel, den ziehe ich, dann schiebe ich die Lehne vor und der Sitz fährt elektrisch dann ein Stück weit nach vorne, um mir den Einstieg zu erleichtern. Nee, so nicht. So. Und geht doch alles. Und der Sitz fährt dann, wenn man ihn zurückklappt, auch genauso automatisch wieder nach hinten. Ja. Und ich sagte ja, ein 2+2-Sitzer. Rücksitzbank, so sieht das aus. Das ist ein 2+2-Sitzer. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß. Und ich bin doch überrascht, dass ich rein von der Beinfreiheit mir durchaus vorstellen könnte, hier sogar ein Stündchen hinten zu sitzen. Allerdings, was die Kopffreiheit angeht, sieht das nicht mehr ganz so toll aus. Ich komme nicht wirklich an die Kopfstütze ran. Kann ich die mal ausziehen, ja. Aber das hilft auch nichts, weil ich hier oben an der Decke anstoße. Und ich könnte jetzt versuchen, mich noch mal so ein bisschen reinzukuscheln in den Sitz. Dann geht das gerade so. Aber bei jeder Bodenwelle, und das Fahrzeug ist ja ein bisschen straffer gefedert, stoße ich dann an den Himmel. Das ist wirklich nicht ganz so angenehm. Aber so würde ich auch mal ein halbes Stündchen, dreiviertel Stunde durchhalten. Ich kann meine Füße komplett unter den Fahrersitz schieben. Das finde ich sehr positiv. Und dann meine Beine so seitlich daneben, denn die sind hart verschallt. Da kann man zur Not auch gegendrücken. Das tut dem Fahrer nicht weh. Hilft aber auch nicht besonders hier hinten. Ja, und zur Seite stoße ich mit dem Schirm auch sofort an den Himmel. Ja komm, 2+2-Sitzer, wir machen das jetzt hier nicht dramatischer als es ist. Es ist nun mal so. Dafür, dass hier eigentlich keiner sitzen muss, habe ich aber durchaus ein bisschen Ausstattung. Erstmal für die Kinder. Gucken wir uns mal den Gurt an, wollte ich sagen. Aber ich kriege den Gurt gar nicht raus. Was ist denn hier los? Aha. Nehmen wir den halt. Ich kann das hier beidseitig, ne? Aber guck mal, da ist schon eine ganze Menge Platz. Also Babyschalen, Kindersitze kann man hier hinten problemlos anschnallen. Die Gurtpeitschen sind auch starr. Das ist auch positiv, weil die Kinder sollten sich hier hinten durchaus selbst anschnallen. Du bist als Vater oder Mutter, glaube ich, glücklich, wenn du hinten den Kindersitz überhaupt erstmal angebracht hast. Da muss man sich ja schon ganz schön reinschälen hier hinten ins Auto. Und die Klappen für die Isofix-Halterung verbleiben auch im Auto. Das sind so Gummiflaps. Auch das funktioniert einfach. Also alles kein Problem soweit. Ja. Was die Ausstattung angeht, wir haben direkt neben dem Sitz dann nochmal so eine zwei Ablagefächer. Und hier so eine Mini-Armlehne. Das Fenster lässt sich, wie gesagt, nicht öffnen. Hier gibt es nochmal einen Kleiderhaken. Die Sitze hatte ich erwähnt, verschalt. Dann sogar zwei Luftausströmer hier hinten, hoch, runter, links, rechts. Und den Luftstrom kann man auch wieder über so einen Nippel verstellen. Upsi. Dann haben wir in der Mitte zwei Getränkehalter ohne Abstandshalter, einfach nur die Getränkehalter. Aber sowohl die 1,5 Liter Flasche, also 1,25, als auch der halbe Liter halten hier ansatzweise drin. Und dazwischen gibt es dann nochmal für Energy Drinks, ne? Zumindest die Größe von der Geschichte. Und Leseleuchten gibt es tatsächlich auch noch. Nee, gibt es nicht, sondern das ist nur die Einstiegsbeleuchtung. Und damit habe ich eigentlich auch schon alles gezeigt, was man hier hinten zeigen kann. Wir wollen ja nicht verschweigen, dass man auch aussteigen muss.
Das geht aber genauso einfach wie das Einsteigen, wenn man den Dreh raus hat. Um den Kofferraum zu öffnen, sollte ich zwingend den Schlüssel zur Hand haben oder halt den Taster im Innenraum bemühen. Aber wenn man jetzt vom Haus aus auf das Auto zukommt, braucht man den Schlüssel. Denn der Stern beherbergt zwar die Rückfahrkamera, aber hier gibt es keinen Taster. Und hier gibt es auch keinen Taster. Es gibt also wirklich nur den Taster. Und schwuppdiwupp springt der auf, habe ich euch eben schon gesagt, mit einer Zugfeder. Ne? Und wir haben hier ein Kofferraumvolumen von 355 Liter zur Verfügung. Ich habe hier mein Köfferchen. Wir sind ja auf einer Fahrveranstaltung. Aber wir sind auf einer Fahrveranstaltung am Bilster Berg. Und somit haben wir auch unsere Rolle. Die passt nicht wirklich ganz in den Kofferraum. Das habe ich hier gar nicht probiert. Probieren wir auch nochmal. So schräg. Nee, auch das passt nicht, weil der sich nach hinten hin verjüngt oder nach vorne hin vielmehr. Aber man kriegt sie halt schon rein in den vorderen Bereich. Ja, und mein Maßband habe ich hier auch liegen, wie praktisch. Ich kann euch sagen, wir haben hier eine Ladekantenhöhe von fast 77 cm und dahinter geht es nochmal 21 cm nach unten. Ich meine, das ist jetzt hier nicht wirklich relevant, aber wo ich das Maßband in der Hand habe, 1,75 Meter sollte man rechnen, wenn man die Kofferraumklappe hier in der Garage aufmachen möchte. Flache Garage. Gut, und dann präsentiere ich euch mal den Innenraum vom Kofferraum. Das ist also der Kofferraum. Hier gibt es gleich eine Klappe, die kann ich mal hochziehen. Da haben wir aber auch nur das Tire-Kit und noch ein Gepäcknetz, ein paar Handschuhe und was ist hier? Das sieht wichtig aus. Ein Sicherungskasten. Kann ich das Ding hier irgendwie anheben? Ne, hier ist noch irgendwie eine Klappe. Was passiert hier? Oh, jetzt mal ganz im Ernst, das Beste oder nichts. Presspappe. Ich habe irgendwie das Gefühl, da müsste auch noch eine Batterie sein, aber finde ich jetzt hier nicht. Zur Zusatzsicherung. Ja, das war's. Komm, fertig. Dann gibt es hier außen Zurösen. Hier ist eine und hier ist eine. Da hinten sehe ich keine. Dann gibt es hier noch eine Kofferraumbeleuchtung. Die sieht aber nicht nach LED aus. Dafür ist das Licht ganz schön gelb. Und auf der linken Seite haben wir nochmal so ein Gepäcknetz. Da ist halt das First Aid Kit und nochmal unser Objektiv. Hier haben wir dann so einen Taschenhaken. Und dann gibt es hier auch noch zwei Hebelchen. Damit kann ich die Rückbank umlegen und das sieht so danach aus, als wäre das im Verhältnis 40-20-40 möglich. Und dann vielleicht nochmal hier, haben sie Material gespart, um das Auto leichter zu machen, ist klar, oder? Natürlich messe ich hier auch wieder alles für euch durch. Wir haben hier eine Tiefe von einem guten Meter im oberen Bereich und 1,06 Meter im unteren Bereich. Zur umgeklappten Rücksitzbanklehne haben wir eine Tiefe von 1,66 Meter und zum vorgeschobenen Beifahrersitz von 1,92 Meter. Hier die Durchlade hat eine Höhe von 32 cm und die Breite entspricht auch gleich der Kofferraumbreite hier hinten 95 cm. Darum schaffen wir es auch nicht, die Rolle durchzuschieben. Dann hier im hinteren Bereich haben wir eine Breite von 1,15 Meter. Und die Kofferraumhöhe hier im hinteren Bereich gebe ich mit 45 cm an. Und hier haben wir eine, was ist das, Höhe, was auch immer, 39 cm. Und das messe ich auch, irgendjemand wollte das immer unbedingt haben, 1,06 Meter am breitesten. Und hier unten 85 cm. Ja, aber mit meinem Rennrad habe ich das Vorderrad ausgebaut und das Fahrrad mal andersrum reingeschoben. Mit dem ausgebauten Vorder, also mit dem Lenkrad zuerst. Und tatsächlich kriegen wir hier bei umgeklappter Rücksitzbank sogar ein Fahrrad in das C-Klasse Coupé. 340 Kilo dürfen wir zuladen hier bei unserem Testwagen. Da hat sich das mit dem 2- und 2-Sitzer schon mal geklärt. 75 Kilo davon dürfen aufs Dach verbannt werden. Eine Anhängerkupplung ist gar nicht erst vorgesehen.
herzlich willkommen bei meinem Fahreindruck. Wenn wir am Wilster Berg schon die Fahrveranstaltung haben, fahren wir natürlich schnell nach Bielefeld, um den Fahreindruck hier in der Kaxer Straße zu beginnen, so wie sich das gehört. Was ihr hier seht, ist Tobis Knie, der sitzt auf dem Beifahrersitz. Muss ich ein bisschen zurücklehnen, damit er nicht im Kamerabild ist. Ja, wir haben unterschiedliche Fahrprogramme, hatte ich euch auch schon ansatzweise gezeigt. Ich gehe nochmal auf die Individualkonfiguration ein, weil da kann man ja mal sehen, welche Parameter werden überhaupt angefasst. Unter anderem der Antrieb, da haben wir Reduced, Moderate, Sport, Dynamic und Race. Dann das Getriebe manuell, also selbstschalten oder die Automatik den Hauptteil überlassen. Dynamics gibt es auch 4 Stufen. Das Fahrwerk, da haben wir 3 Stufen. Und die Abgasanlage, da haben wir dann immerhin noch 2 Stufen. Zudem kann ich das ESP off schalten, also erstmal einen Sport-Handling-Modus oder wenn ich den Schalter gedrückt halte, dann auch ganz aus. Und da hätte ich jetzt nochmal wie beim AMG GTR 9 Stufen, um den Schlupf zu regeln. Ich habe nicht wirklich verstanden, gebe ich ganz offen zu, wo ich das mache. Ja, und ich kann jetzt auch gerade niemanden fragen. Ich schalte es auf jeden Fall auch wieder ein, weil das brauchen wir nicht. Wir fangen an, wie immer. Erstmal kann ich wieder in Komfort gehen mit dem Drehen, denn auch so ein Sportwagen muss ja hin und wieder mal gewendet werden. Und nicht jeder kann sich den als Drittwagen leisten, sondern der ein oder andere wird den ja auch im Stadtverkehr bewegen. Wir haben Wendekreis unter 12 Meter. Trotzdem muss ich hier natürlich einmal kurz zurücksetzen. In 200 Metern am Ende der Straße rechts in die Kraxer und schon stehen wir wieder. Ja, Kindchen, ich bin doch schon in der Kraxer Straße. Das wollten wir auch noch mal schnell hier regeln. So, das brauchen wir nämlich nicht. Wir wissen, wie wir zum Bilster Berg kommen. Der Lenkeinschlag, ich habe eine ganze Umdrehung und dann noch mal so ein Fuddel. Das heißt 2¼ Umdrehungen von Lenkeinschlag zu Lenkeinschlag. Die Fahrprogramme sind auch klar. Glätte haben wir einmal, gar nicht so schlecht beim Hecktriebler. Individual, Komfort, Sport, Sport Plus und Race. Ich bleibe aber in Sport Plus jetzt mal zum Hochbeschleunigen. Und worauf sich die Fahrprogramme auswirken, das haben wir ja eben schon gesehen. Mal gucken, da kommt auch keiner. Dann bringe ich mich hier einmal in Position. Vollgas. Ja, so schnell kann man dann 100 km/h erreichen und auch wieder relativ fix runterbremsen. Jetzt kommt der Tunnel. Ich bin wie gesagt in Sport Plus. Auspuffanlage leicht modifiziert. Ich glaube, nur die wahren Experten werden da vom Sound her einen Unterschied hören. Aber ich glaube, was man schon ganz klar hört, selbst in niedrigen Geschwindigkeiten ist die im Innenraum sehr deutlich wahrzunehmen. So, jetzt gehen wir mal zurück in Komfort und drehen hier einmal in meinem persönlichen kleinen Wendehammer. Ja, in Komfort, das hört man glaube ich jetzt auch, ist der Wagen deutlich leiser, weil die Klappensteuerung halt zu ist und er schaltet dann auch früher hoch. Hoppla. Und man nimmt sehr schnell Geschwindigkeit auf, ohne es zu merken. Jetzt nochmal mit quasi geschlossenen Klappen. Das ist also deutlich moderater. Ja, Lenkung herrlich direkt. Wir haben ja hier die lustige 12 Uhr Markierung noch in Gelb gehalten.
Und sicherlich, ich habe trotzdem ein bisschen Spiel, aber da fängt das schon an. So eine Markierung macht das deutlich sichtbarer, ne? Und sobald ich in Sport Plus gehe, merke ich auch ein bisschen mehr Widerstand. Ja, aber sonst, der Wagen ist natürlich schön direkt, so soll das ja auch sein. So, jetzt wieder in Komfort, weil die Fahrwerksstrecke ist ja so, teste ich immer in Komfort. Wie viel Restkomfort bietet so ein Auto? Straße sieht glatt aus, hat aber diverse Wellen und auch ein paar Dehnfugen drin. Kommen gleich die Dehnfugen quasi, oder da, wo sie quasi einmal die Straße aufgemacht haben. Ja, spüre ich schon, auch durch den Sitz durch, ganz leicht. Und hier die Wellen in der Straße schluckt er natürlich auch nicht weg. Das Fahrwerk ist deutlich, ist durchaus straff eingestellt, aber wie ich immer sage, da ist auch eine ganze Menge Restkomfort. Also für so ein sportliches Fahrzeug ist das schon angenehm. Ich kann mir durchaus vorstellen, mit dem auch längere Strecken zu fahren, fahrwerksseitig, hoppla, weil das jetzt nicht so unbequem ist. Es gibt ja auch sportliche Fahrzeuge, da ist man die ganze Zeit am Rumhoppeln, auch in der Komforteinstellung, wenn sie denn überhaupt eine haben. Das ist hier nicht so, sondern wir können hier durchaus komfortabel unterwegs sein. Jetzt der Bremse brauche ich, glaube ich, nicht wirklich was sagen. Wir haben ja diese kleinwagenteure Keramik-Carbon-Bremsanlage. Die reagiert auch, sobald ich den Fuß aufs Pedal, also sobald ich Druck ausübe, merke ich, dass der Wagen anfängt zu verzögern. Und die greift natürlich auch super. Weiß Tobi, der war ja auf der Rennstrecke, wenn man da ordentlich reinlatscht, dann kommt das Fahrzeug auch zur Not zum Stehen. Ja, was auch ganz angenehm ist, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten in Komfort merkt man durchaus, dass man hier ein V8 fährt. Das Blubbern ist zwar sehr dezent, aber wir haben es schon hingekriegt, dass man es trotzdem immer wahrnimmt. Also auch wenn du durch die Stadt fährst auf der Flaniermeile und nicht die Auspuffanlage aufmachst, merkst du halt, ja, hier blubbert was und du hast ein bisschen Kraft am Fuß. Ampel grün, Sport Plus aktiv. Einmal hochbeschleunigt und euch ein bisschen am Klangbild teilhaben lassen hier der Auspuffanlage in Sport Plus. Und ihr seht ja, man halt nimmt sehr, sehr schnell Geschwindigkeit auf. Das ist alles kein Problem. Ich komme mir jetzt eigentlich ein bisschen lächerlich vor, dieses 100-Spielchen mit euch zu spielen. Auf der anderen Seite, ja, wir sind Ausfahrt TV, wir machen uns gerne lächerlich bei solchen Sachen. Das Prinzip ist halt so, wir machen das so und fertig. Ich setze jetzt hier brav mal den Tempomaten, der schaltet auch gleich in den 9. Gang. Da drehen wir jetzt bei 1500 Umdrehungen. Und so ist der Motor ja quasi im Leerlauf. Ne? Doch, ich höre den Motor trotzdem noch so ein ganz leicht, so ein sonores Brummen nehme ich wahr. Windgeräusche von der Seite auch ganz leicht vorhanden. Oh. Und jetzt hoch auf 120. Da sind wir dann im 9. Gang bei 1800 Umdrehungen pro Minute. Ja, die Windgeräusche hier von der Seite vielleicht ein Hauch lauter geworden.
dem Motor nämlich auch ein bisschen präsenter noch war. Und ja, ich bin gerade vom Fahrschulwagen überholt worden. Schmerzgrenze diesbezüglich ist sehr hoch. 140, ja komm, 140 jetzt bei gut 2000 Umdrehungen. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, weil es anfängt zu regnen. Ich finde die Windgeräusche fast angenehmer als bei 120. Motor gollert auch noch ganz dezent vor sich hin. Ja. 160 jetzt bei 2400 Umdrehungen. Die Windgeräusche von der Seite werden jetzt doch deutlich lauter. Und trotzdem, also ich habe das Gefühl, ich höre immer noch so ein Grollen. 180 jetzt bei 2600 Umdrehungen. Ich merke, ich hebe meine Stimme leicht an. Windgeräusche mittlerweile auch von vorne so ein bisschen vorhanden, deutlich präsent. Und Motorengeräusche nehme ich jetzt eigentlich nicht mehr wahr. Ich vermute mal, das ist eher, was ich jetzt hier noch höre, Abrollgeräusche. 200 jetzt bei 2900 Umdrehungen. Vom Geräuschniveau finde ich, ist der Unterschied zu 280 kein großer Unterschied. Das wäre für mich immer noch eine gute Reisegeschwindigkeit. Was jetzt hier vielleicht nochmal schön zu sehen ist, 100 im 9. und ich trete jetzt im Komfort auch nur mal das Gas voll durch, schaltet der gleich 5 Gänge runter und das geht mit dem Fingerschnipp quasi. Nochmal das Geräuschniveau bei 250, da muss man die Stimme schon deutlich heben. Ja, aber ich meine, wer schnell fährt, wird das wissen, ist nun mal ein bisschen lauter. Jetzt das Ganze nochmal ein bisschen Sport Plus hier im Regen. Einfach von der Geräuschkulisse. Das haben sie schon schön gemacht, ne? Und ich finde dieses Frotzeln, wenn du vom Gas gehst, ist auch nicht so übertrieben. Programmierte Fehlzündung. Ey Jan, bist du dumm? Wie fährst du denn? Auch macht Spaß. Ja, was soll ich sagen? Macht auch Spaß. Vielleicht generell nochmal zur Lenkung auf der Autobahn und dem Fahrwerk. Das fühlt sich alles wie aus einem Guss an und gibt einem auch ein sehr sicheres Gefühl in dem Auto. Also man hat überhaupt keine Bedenken, hier höhere Geschwindigkeiten zu fahren, weil du halt merkst, dass das Auto sehr gut auf der Straße liegt und die Lenkung auch genau das macht, was du willst. Und wenn du dann mal schneller auf jemanden auffährst und denkst, okay, hast dich ein bisschen verschätzt, gehst halt auf die Bremse und die greift auch richtig zu. Das ist einfach geil. Also macht wirklich Spaß. Und sicherlich muss ich einschränken, dass ich ja mittlerweile betagt bin. Und mir das auf Dauer in Sport Plus zu laut ist. Aber das ist ja auch das Schöne, über das Individualprogramm kannst du dir ja alles so zusammenstellen, dass du den fahrdynamischen Part halt auf extrem sportlich einstellst, die Auspuffklappensteuerung aber einfach zulässt und dann bist du halt auch ruhig unterwegs und kannst trotzdem dynamisch fahren. Ein positiver Nebeneffekt der C-Klasse, die ist ja doch relativ schmal noch. Ne? Also für so ein sportliches Auto mit dick ausgestellten Kotflügeln sind wir hier immer noch unter 1,90 Meter. Und selbst bei den schmalen Baustellenspuren, wo sie sagen maximal 2,10 Meter, kannst du hier ganz elegant durchgleiten. Man muss halt bloß immer wirklich höllisch aufpassen bei dem Auto, was die Geschwindigkeit angeht. Ich merke hier auch gerade, ich bin schon wieder deutlich zu schnell. Weil selbst wenn du das Gas nur leicht touchierst, nimmst du sofort Fahrt auf.
Und wer das nicht gewohnt ist, aber gut, die Käufer dieser Fahrzeugklasse, die kennen das ja. Ja, vielleicht mal eine Zuschauerfrage am Rande. Ich bin vorgestern von Hannover nach Bielefeld zurückgefahren. Die Hälfte der Autobahn ist mittlerweile Baustelle und in den Baustellen komplett 60. Auf jeder blöden Landstraße kannst du 100 fahren. Die ist enger, die ist kurviger, die ist gefährlicher als die Autobahn mit Baustelle. Versteht das irgendjemand 60 auf der Autobahn? Verstehe ich nicht. Hier nicht mehr. Dann vielleicht nochmal, ich kann natürlich auch von der Schaltung her in manuell gehen. Und dann geht er tatsächlich in Begrenzer rein. Beziehungsweise gibt mir oben im Head-Up-Display nochmal eine Ansicht, eine Schaltempfehlung. Hier unten im Display wird dann auch nochmal dick geflackert, wenn ich schalten sollte. Und die Schalteingriffe hier in Volllast, gehe auch nochmal gerne in Sport Plus. Auch knackig schnell. Also sobald ich hier den Druckpunkt am Pedal erreicht habe, ist der Gang auch schon drin. Höchstgeschwindigkeit erreicht. Trara. Gut. Kann ich zusammenfassen? Für mich, das Auto mit 510 PS ausreichend motorisiert, muss ich nicht sagen. Nein, ich finde wirklich, auch hier beim C63 haben sie es geschafft, diese Symbiose zwischen Alltagsauto, sprich einen gewissen Komfort für längere Strecken und absolut knackiger Sportlichkeit in Sport Plus oder dann in Race, wenn man mal auf die Rennstrecke fährt, zu vereinen. Und das ist natürlich ein Knaller. Du kannst, wenn du willst, ruhig ein bisschen ruhiger machen. Du hast aber alle Kraft und das Auto, die komplette Performance, um es auch richtig krachen zu lassen. Wermutstropfen ist natürlich, wenn du jetzt auf der Landstraße unterwegs bist, so die klassische kurvige Landstraße, du kannst das Gas ja gar nicht so fein dosieren, dass du im Rahmen der Straßenverkehrsordnung maximal 100 fährst. Ne? Sobald du die zweite Kurve ein bisschen schneller, ein bisschen deutlich aufs Gas gegangen bist beim Rausbeschleunigen, bist du ratzfatz bei 150. Und von daher so richtig ausleben kannst du das Fahrzeug wirklich nur auf der Rennstrecke. Aber es macht halt Hölle viel Spaß. Ja, sportliches Fahrzeug hin, sportliches Fahrzeug her. Der C63 bringt auch eine ganze Menge Assistenzsysteme mit. Im Prinzip die komplette Palette, die wir auch aus den zivilen C-Klasse-Modellen kennen. Wir haben hier den adaptiven Tempomaten. Ich stelle eine Geschwindigkeit ein, zum Beispiel hier 100. Der Vordermann fährt aber keine 100, sondern brav 80, wie das hier auch vorgesehen ist. So hält das Auto die Geschwindigkeit zum Vordermann mit dem gebührenden Abstand. Zusammen mit dem adaptiven Tempomaten kommt auch ein Spurhalteassistent. Der verhindert nicht nur, dass ich über die Spuren hinausfahre, sondern lenkt auch quasi autonom mit. Das heißt, ich lasse jetzt mal das Lenkrad los. Und das geht sogar eine ganze Weile gut. Man sieht unten im Display so zwei Hände am grünen Lenkrad. Und jetzt warnt er mich, ne? Übernimm doch bitte das Lenkrad. Jetzt mach schon. Aber noch funktioniert's. Ja, und zusammen, ich fasse da mal eben an, ist das Ganze auch ein Stauassistent. Hier die rote Ampel, da simulieren wir jetzt mal einen Stau mit.
Und obwohl wir ein ganzes Weilchen gehalten haben, also hier die ganzen Gedenksekunden, fährt er dann auch wieder los. Geht nur eine bestimmte Zeit, dass ich stehen kann. Irgendwann muss ich dann auch manuell nochmal mit einem Gasstoß irgendwie sagen, jetzt geht's wieder weiter. Aber der kann halt eine ganze Menge. Dazu haben wir auch eine Verkehrszeichenerkennung. Die funktioniert ja hier auch die ganze Zeit und zeigt mir, hey Kerl, pass auf, ne, fahr nicht zu schnell. Das Head-Up-Display könnte man, wenn man wollte, natürlich auch noch als Assistenzsystem nennen. Ich finde das wirklich klasse, auch hier mit der neuen Ansicht oder mit der AMG-Ansicht. Wir haben den Radar nach vorne, somit haben wir natürlich auch einen Auffahrwarner bzw. Notbremsfunktion. Das heißt, wenn ich ungebremst auf dem Hindernis zufahre, spannt er erst die Bremse vor und wenn ich nicht reagiere, leitet er automatisch eine Notbremsung ein. Ja, und Totwinkelwarner gibt es natürlich auch. Radar nach hinten gerichtet. Wenn sich ein Fahrzeug in meinem toten Winkel nähert oder von hinten nähert, dann zeigt mir das System an, jetzt wie der Bus, da ist was im toten Winkel. Ja, und das ist halt auch das Schöne. Man kann den Wagen ja konfigurieren. Du kannst die meisten Assistenzsysteme halt, was heißt die meisten, du kannst die komplette Assistenzsystempalette der C-Klasse natürlich auch in den Performance-Modellen mitnehmen. Du musst es aber nicht. Und je nachdem, was dein Anspruch ist, rüstest du dein Auto halt voll aus oder eben nicht. Ich persönlich würde mittlerweile Assistenzsysteme immer nehmen, weil ich finde, dass sie das Fahren einfach sicherer machen. Auf dem Weg nach Bad Riburg, also nach Bad Riburg runter, gibt es nochmal eine schöne Straße, ein paar ordentliche Kurven, wo sie aber auch waren, besonders gefährlich. Dennoch möchte ich euch, ihr wollt ja immer eigentlich so ein bisschen fahrdynamischer das Ganze noch erleben, gerade bei solchen Autos. Der Haken ist hier natürlich hier 70. Und sobald ich nur mal das Gas antippe, bin ich halt sofort wieder bei 100. Aber so kann man auch mal das hier kommen lassen. In den engen Kurven ein bisschen Spaß haben. Und auch wenn ich hier mich gerade konzentriere und nicht so derbe grinse, das ist natürlich auch ein Revier, was der C63 hervorragen kann. Kurvenräuber, ne? Ja. Gut. Und das war's auch schon. Ich wollte die zwei Kurven nochmal mitnehmen für den Fahreindruck. Und hier ist jetzt 50 und der ganze Spaß vorbei. Ja, das war's. Das war unsere Videokaufberatung hier zum Mercedes-AMG C63 S Coupé. Wir sind den Wagen nicht allzu viel gefahren. Das ist ja meistens so im Rahmen einer Fahrveranstaltung. 145 Kilometer stehen heute auf dem Tacho am zweiten Tag. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 18,6 Liter. 10,1 Liter sagt ja Mercedes Neftsverbrauch. Wobei wir natürlich auch eine ganze Menge Autobahnfahrten mit viel Hochbeschleunigen. Ihr habt ja den Fahreindruck gesehen, ne? Das haben wir alles mit euch gemacht und da will er natürlich auch das gute Super Plus haben und langt zügig zu. Mit großem Durst, ist klar. Was meine üblichen drei Bewertungskriterien sind, wisst ihr mittlerweile. Das erste ist Fahrkomfort. Da muss ich sagen, diese Performance-Sitze, die sind schon klasse. Die sind wirklich komfortabel, aber wenn du sportlich fährst, bieten sie jede Menge Seitenhalt. Ist wirklich das Beste aus zwei Welten, schön miteinander vereint. Und ich finde auch nicht, dass sie irgendwie Kompromisse machen. Das Fahrwerk ist natürlich straff abgestimmt, ist klar. Aber in der Komforteinstellung hat man jede Menge Restkomfort, dass man selbst mal so 600, 700 Kilometer fahren kann, ohne jetzt mit Rückenschmerzen auszusteigen. Und das finde ich schon ganz gut. Auf der anderen Seite, wenn du in Sport Plus schaltest, beziehungsweise das Fahrwerk in Sport Plus schaltest, merkst du halt auf den Landstraßen wie auch auf der Rennstrecke, dass der richtig was kann und dass man damit richtig schön sportlich fahren kann. Super Kompromiss, finde ich schon. Das erste natürlich Fahrspaß, bin ich einfach übergangen, weil was soll ich denn sagen? 510 PS am Gaspedal, Heckantrieb und
eine super präzise Lenkung, eine herrliche Bremse hier. Ich meine, klar, das ist nun mal alles das Feinste vom Feinsten, aber klar macht der Spaß. Also ich könnte ihn jetzt noch 2-3 Stunden weiterfahren, würde gerne auch noch mal auf den Bilzer Berg damit. Guckt mal bei Ausfahrt TV Plus, Tobi durfte das erste Mal auf den Bilzer Berg fahren und dann gleich mit dem Boliden hier. Der konnte gar nicht mehr aufhören zu grinsen gestern. Ja, und dann den Alltagsnutzen, machen wir uns nichts vor, bei dem Coupé, das sind 2+2 Sitzer hinten, das Platzangebot ist quasi so nicht wirklich existent, ne? Also, aber auch hier nochmal ein Verweis auf Ausfahrt TV Plus, unseren zweiten Kanal. Tobi hat einen Test gemacht für große Leute und mit seinen 1,96 Meter kann er vorne hervorragend sitzen. Es ist also nicht nur ein Auto für kleine Leute, so ein Sportwagen, sondern auch Leute wie Tobi können da sogar mit Helm drin sitzen und sich normal bewegen. Das ist schon mal schön. Mit dem ganzen Zip-Zap, 360-Grad-Kamera, hast du nicht gesehen, Assistenzsysteme, hat man natürlich auch einen gewissen Komfort. Plus, man kriegt sogar ein Fahrrad da rein. Wegen der umklappbaren Rücksitzbank. Ja, hätte man gar nicht so gedacht. Ne? Und der Kofferraum an sich ist auch nicht besonders verwinkelt. Da passt schon eine ganze Menge rein. Und wenn man den wirklich als Auto für zwei Leute sieht, ist der Alltagsnutzen durchaus gegeben. Ignorieren wir mal den Verbrauch. Ne? Ist klar. Ja, das war's dann auch schon. Damit bin ich durch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. So viel hat sich mit der Modellpflege ja dann auch nicht getan. Die paar Veränderungen, wir sind über euch angekommen. Hat euch das Video gefallen, gebt uns noch einen Daumen nach oben. Und ich verabschiede mich an der Stelle und sage wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan. Ah ja, ich gehe aus dem Bild.